Ja, moin liebe Journalisten, herzlich willkommen zur heutigen Pressekonferenz. Es steht die erste Runde im DFB-Pokal an und der HSV tritt am Sonnabend um 18.30 Uhr gegen den TuS Erntebrück an und das Spiel findet in Siegen statt. Uns begleiten mindestens 4.600 Fans, das ist nämlich das Gästekontingent, was vollständig abgerufen wurde. Wir rechnen natürlich noch mit vielen anderen HSV-Fans, die sich vor Ort mit Karten eingedeckt haben. Bei uns ist unser Cheftrainer Christian Titz und steht für Ihre Fragen zur Verfügung. Bitte um kurzes Handzeichen, dann können wir das Mikro reichen. Thorsten Vorbau, NDR Fernsehen. Christian Titz, gestern die großen Bayern und am Sonnabend das kleine TuS Erntebrück. Ist das ein Problem? Nein, glaube ich nicht. Ich weiß, worauf Sie ansprechen möchten, aber gestern war ein Freundschaftsspiel, wo wir versucht haben, Dinge auszuprobieren. Und am Samstag ist erste Runde DFB-Pokal und dann möchten wir gerne eine Runde weiterkommen. Und dementsprechend gehen wir auch mit der richtigen Spannung und mit der richtigen Einstellung ins Match rein. Gerne noch eine Frage. Was wissen Sie denn vom Gegner? Ich weiß natürlich, dass Erntebrück abgestiegen ist, jetzt das erste Spiel. Im gleichen Stadion, wo wir am Samstag spielen werden, gegen Sportfreunde Siegen 2-3 verloren haben. Wir haben es noch angesehen, auch in welcher Formation, dass sie mit einer Fünferkette gespielt haben, dass sie so im Mittelfeld im Sturm die Anordnung gewechselt haben. Aber wir auch für uns wissen, was schon die Spiele zeigen, dass ich glaube, dass das auch nochmal ein Unterschied sein wird, ob du jetzt in der Liga, in der Oberliga gegen eine Mannschaft spielst oder gegen uns, sodass ich mir durchaus vorstellen könnte, dass die Mannschaft von Erntebrück auch das eine oder andere vielleicht verändern wird, wenn sie gegen uns spielen werden. Deswegen ist es immer schwer vorherzusagen, in welcher Formation kommt der Gegner in so ein Spiel rein. Stefan Walter vom Hamburger Abendblatt. Ich nehme an, dass Sie weiterhin hinten mit einer Viererkette spielen wollen. Dann hieße das Duell David Bates gegen Leo Lacroix. Können Sie schon sagen, wen Sie da vielleicht auch von Beginn an ranlassen? Beziehungsweise was würde für den Neuzugang aus St. Etienne sprechen? Ich fand, dass Stefan Ambrosius gestern ein gutes Spiel gemacht hat. Also gibt es drei. Und wir mehrere gute Innenverteidiger haben und werden da noch am Überlegen sind, wie wir abschließend aufstellen. Aber bei Leo sieht es so aus, dass wir glauben, dass er momentan noch ein bisschen Trainingsrückstand aufholen muss und auch Spielpraxis benötigt. Und wir uns alle Wahrscheinlichkeiten am Samstag für etwas anderes entscheiden. Und dann wird Leo Spielpraxis in der U21 sammeln gehen am Wochenende. Direkt daneben Niklas Heiden, freier Journalist. Ja, Sie sagten ja schon, Leo sammelt Spielpraxis bei der U21. Gibt es denn schon andere Spieler, wo klar feststeht, die bleiben hier in Hamburg, fahren nicht mit nach Erntebrück und spielen bei der U21? Ja, da gibt es noch mehrere Spieler, die wir da einsetzen werden. Steht das denn schon fest, wer das ist? Die stehen schon fest, ja. Wer ist es da? Nicht, da ich noch die falsche Aufzählung jetzt mal. Also Morten Behrens kommt, Momo Quateng kommt runter. Mhm. Leo Lacroix kommt runter. Aller Wahrscheinlichkeit, da sind wir noch ein bisschen offen, aber werden wir auch Christoph Moritz runtergeben, Spielpraxis sammeln lassen und Manuel Winsheimer. Also die laufen dann auch in Kiel auf und sollen dann kleine Revanche für die Auftaktniederlage hier dann bei Holstein Kiel 2 mit der zweiten dann das in die ist Wege gar nicht leiten. Das Gedankengut, sondern es ist ziemlich einfach. Wir haben ziemlich viele gesunde Spieler und wir möchten, dass die Spieler, die am Wochenende bei uns nicht zum Einsatz kommen können, dass sie Spielpraxis sammeln. Und da gibt es ganz unterschiedliche Gründe. Zum Beispiel Manuel Winsheimer, so wie wir es bei Fiete gemacht haben, der jetzt über die letzten Wochen wenig Einsatzzeiten hat. Ein junger Spieler benötigt einfach Einsatz, der benötigt Spielzeiten. Genauso wie bei Leo, der jetzt im April das letzte Mal gespielt hat. Der muss dann spielen kommen, der muss über 90 Minuten spielen. Und in der Regionalliga haben wir interessante Gegner, wo die Jungs auch gut abgefordert werden. Simon Brasch von der Mopo. Sie haben ja eigentlich damit gerade gesagt, dass Fiete im Kader stehen wird, im Profikader. Sehen Sie ihn im Moment auf einem guten Weg? Weil zuletzt lief es ja nicht ganz so rund für ihn. Zum einen musste er zu U21 ein paar Mal, hatte Verletzungsprobleme. Wird jetzt alles gut? Also ich sehe ja beim Spieler, beim jungen Spieler oder insgesamt beim Spieler, der zu 21 muss, nicht, dass nicht rund läuft, sondern ich sehe, dass der Spieler momentan Spielpraxis benötigt, Selbstvertrauen benötigt. Und genau das, was wir uns mit dieser Maßnahme versprochen haben, ist eingetreten. Fiete hat bei der U21 gespielt, hat die Aufgabe für sich angenommen, hat gute Spiele gemacht, hat Tore erzielt, hat Selbstbewusstsein bekommen, hat gestern auch die Halbzeit hier gespielt, hat eine gute Partie, bis sogar eine sehr gute Partie abgeliefert. Und deswegen, finde ich, haben wir genau das bekommen, was wir wollten, über die Spiele einen Spieler wieder zu stärken und der jetzt bei uns am Samstag im Kader stehen wird.
Lars Pegelow, NDR 90,3. Herr Titz, wie gefällt Ihnen denn der DFB-Pokal und was reizt Sie? Und haben Sie in Ihrer Vision das Berliner Olympiastadion mal irgendwie generell vor sich oder wie ist das? Also in meiner Vision habe ich am Samstag das Stadion von Sportfreunde Siegen vor Augen, in dem ich selbst auch schon gespielt habe und denke momentan wirklich nur an die eine Aufgabe. Auch wenn ich weiß, dass das ein Ligenunterschied ist, darf man einfach solche Spiele nicht unterschätzen. Wir werden auf einen Gegner treffen, der wirklich alles gibt, der alles reinhängt, der versucht mit Sicherheit aus der Tiefe ins Konterspiel umzugehen und wir wollen unbedingt eine Runde weiterkommen und erst danach beschäftigen wir uns mit den nächsten Schritten. Aber grundsätzlich ist der DFB-Pokal natürlich ein interessanter Wettbewerb. Kai-Uwe Hesse von der Bild-Zeitung. Sie haben es ja auch gesagt, dass Christoph Moritz ein bisschen Spielpraxis sammeln soll bei der U21. Warum kommt er denn nicht so in Tritt, wie man es vielleicht sich erhofft hat? Weil man einfach sagen muss, dass die Jungs, die momentan da sind, das auch richtig gut machen. Ja? Wir haben mit Ochel Mangala einen Spieler geholt, wo wir wussten, da kriegen wir einen Spieler, der auf einem hohen Niveau ist, der das zeigt. Vasilij Janicic, der sehr guten Schuss ist. Dann haben wir mit Louis Holtby auf der 8 einen Spieler, der gut im Kommen ist. Jonas David, ein junger Spieler, der sich sehr in den Vordergrund gespielt hat. Also Jungs, die das momentan gut machen. Und Christoph ist einfach, du merkst, dass er noch ein bisschen Angewöhnungszeit benötigt in der Art, wie wir Fußball spielen wollen, wie wir die Räume mit dem Ball besetzen wollen, wie wir gegen den Ball. Also nichts Ungewöhnliches. Das merken wir bei mehreren Spielern, die zu uns neu kommen, dass die eine gewisse Eingewöhnungsphase benötigen, um sich so an die Spielideen, an den Rhythmus zu gewöhnen. Ich finde ihn ja auch gut, deswegen haben wir ja auch geholt. Und der Christoph wird auch für uns seine Leistung bringen und der Mannschaft weiterhelfen. Und jetzt haben wir uns halt für das Wochenende entschieden, dass wir einen anderen Spieler aufstellen. Und wenn wir nicht wollen, dass er dann auf der Bank sitzt, möchten wir, dass er Spielpraxis sammelt in der U21, dass er für nächste Woche wieder voll im Rhythmus drin ist. Thorsten Vorbau nochmal in der Fernsehen. Herr Titz, der HSV ist ja nicht gerade als Pokalschreck bekannt. Was macht Sie denn optimistisch, dass man mal weiterkommt als Runde 1 und 2? Ist ja nicht als Pokalschreck bekannt. Ich bin jetzt ja auch schon ein paar Jährchen her. Da sind wir doch gar nicht. Die letzte Saison sind wir doch weit gekommen, ne? Die vorletzte. Entschuldigung, war es, wo wir gegen Gladbach waren, wo wir verloren haben. Und dann ist es halt so, dass du in diesen Spielen halt auch mal stolpern kannst, weil die Mannschaften hoch motiviert sind, die eine Qualität mit sich bringen. Aber ich glaube, also noch einmal, wir wissen um so einen Pokalcharakter, da musst du immer vorsichtig sein. Aber wir wollen dieses Mal versuchen, unsere Leistung umzusetzen auf dem Platz und eine Runde weiterkommen und nehmen diesen Wettbewerb sehr ernst und wissen auch, dass das eine Möglichkeit ist, über die eine oder andere Runde auch etwas zu erreichen. Kai-Uwe Hesse von der Bild-Zeitung. Jetzt waren ja Hand und Steinmann auf dem Platz mit Ball in Passform aktiv. Können Sie da ein bisschen was zum Fitnessstand sagen? Ja, sieht bei beiden sehr gut aus, haben beide momentan keine Beschwerden mehr. Wir werden sie jetzt diese Woche noch ganz normal aufbauen und dann Anfang nächster Woche sollen sie wieder ins Mannschaftstraining integriert werden, sodass sie dann eigentlich wieder voll einsatzfähig sein müssten. Thorsten Vorbau nochmal. Mich würde noch mal interessieren, die Causa Kostic, da gibt es nichts Neues. Nein, ich meine, wäre eh der richtigere Ansprechpartner Ralf Becker, der für den Bereich zuständig ist. Aber es ist ja auch bekannt, dass es da Gespräche gibt. Und ich habe bis jetzt noch keinen neuen Stand der Dinge mitgeteilt bekommen. Lars Pegelow nochmal, NDR 90,3. Ja, ich wollte mal nachhaken. Ist denn Ihr Gespräch, was Sie geführt haben, ist das praktisch, bedeutet das, dass er auf unbestimmte Zeit jetzt erstmal nicht dabei ist oder schaut man von Tag zu Tag? Denn das ist ja auch eine Geschichte, die ja irgendwo, also jetzt mal nach einer Lösung ruft eigentlich. Sie sprechen jetzt auf Philipp Kostic an. Also ich glaube, dass wir das hier medial versuchen, sehr aufzuhängen. Der Spieler hat für sich ein Statement abgegeben. Der Verein hat sich dazu positioniert und jetzt laufen halt in dem Bereich die Gespräche. Und ich glaube, wir sind alle gut beraten, wenn wir die Gespräche in Ruhe zu Ende gehen lassen. Und dann, wenn es was zu verkünden gibt, dann werden es auch die Verantwortlichen bzw. der Spieler tun. Und von meiner Seite aus, ich habe mit dem Spieler kein Problem, ja. Sondern der trainiert hier mit, der benimmt sich hier vernünftig. Kai-Uwe Hesse nochmal.
wenn Sie sagen, der Spieler hat für sich ein Statement abgegeben, heißt, er will nicht mehr spielen oder wie ist das? Am Wochenende ist es ja noch, war das Statement noch, er führt am Wochenende Gespräche, aber wenn er jetzt bei jedem Spiel Gespräche führt, dann brauchen Sie ihn ja vielleicht auch nicht bezahlen. Aber manchmal ziehen sich halt Gespräche länger hin. Wir haben es doch bei Albin Ekdal auch gehabt. Bei Albin Ekdal war doch auch klar, der Spieler hat sich dazu committed, dass er gerne weiter in der ersten Liga spielen möchte. Und dann gab es Interessenten, mit denen sind Gespräche geführt worden. In dem Fall ist es nicht anders, nur dass die Einigung, wenn es sie denn gibt, etwas länger sich hinzieht. Weil die halt. Herr Ekdal hat genauso erklärt, dass er gerne weiterhin erste Liga spielen möchte. Simon Brasch von der Mopo. Auch noch eine Nachfrage dazu. Bedeutet das, dass im Grunde genommen Philipp Kostic nicht mehr nominiert wird, bis die Gespräche abgeschlossen sind? Oder im, sagen wir mal, schlechtesten Fall er ab 1.9. weiterhin hier ist? Also wird er vorher nicht mehr nominiert? Ich habe es jetzt wirklich ausgiebig beantwortet, ja. Spieler und Verein führen Gespräche und die Zeit, die gebe ich jetzt auch. Und wenn da eine Entscheidung getroffen ist, dann werden wir sie verkünden. Und so lange wird er auch nicht mehr nominiert für den Kader? Nee, am Wochenende wird er nicht im Kader sein, das ist korrekt. Gibt es noch weitere Fragen zu einem anderen Thema? Keine mehr, dann herzlichen Dank für das Interesse. Schönen Tag.